Kommt jetzt entscheidende Bewegung in die Libyen-Affäre. 10 vor 10 liegt ein brisantes Dokument vor. Aus diesem geht hervor, der Kanton Genf bedauert, dass Polizeifotos von Hannibal erschienen sind und willigt ein, dem Sohn des libyschen Staatschefs Gaddafi eine Entschädigung zu bezahlen. Mario Poletti und Martin Eckenschwiler kennen die Einzelheiten. Hannibal Gaddafi im Blitzlicht der Kameras, gewollt und inszeniert. Die Welt soll sehen, wie er sich um die Schweizer Geisel Max Göldi kümmert. Als derselbe Hannibal Gaddafi aber Polizeifotos von sich in der Tribüne de Genève sah, reichte er Klage gegen den Kanton Genf und gegen die Zeitung ein und forderte 100.000 Franken Genugtuung. Heute nun hat die Regierung Stellung genommen. Zuhanden des Gerichts in Genf ist heute, den 16. März, die Stellungnahme in Sachen Kanton Genf gegen Hannibal Gaddafi eingetroffen. Es ist höchst bedauerlich, schreibt der Kanton Genf, dass die Fotografien Hannibals in der Zeitung Tribune de Genève erschienen sind. Der Angestellte des Kantons Genf habe das Berufsgeheimnis verletzt und sich strafbar gemacht, aber ermittelt sei er noch nicht. Der Kanton Genf will sich seiner Verantwortung nicht entziehen, aber die entscheidende Rolle habe die Zeitung gespielt. Der Kanton Genf ersucht daher das Gericht, dem Kläger Hannibal Gaddafi eine angemessene Entschädigung zuzugestehen. Im Urteil sei festzulegen, wie diese Entschädigung zwischen der Tribüne de Genève und dem Kanton Genf aufzuteilen ist. Wir zeigen das Papier der Berner Nationalrätin Christa Markwalder, Präsidentin der Außenpolitischen Kommission des Nationalrats. Vom grossen Durchbruch wage ich noch nicht zu reden. Allerdings hat Libyen immer betont, dass sie die Schuldigen finden wollen, die die Fotos von Hannibal Gaddafi, die in die Tribüne de Genève sind, dass sie dort Untersuchung bzw. Bestrafung verlangen. In diesem Vereinbarungsentwurf zeigt man sich jetzt auch bereit, sich nicht aus der Verantwortung zu ziehen, seitens des Kantons Genf, aber auch seitens der Tribüne de Genève. Und von dem her kann man doch sagen, es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Yves Niedecker ist Genfer Nationalrat der SVP und selber Anwalt. Er geht mit der Genfer Regierung hart ins Gericht. Der wahre Kampf ist kein juristischer, sondern ein politischer. Nötig gewesen wäre ein Beitrag der Genfer Regierung zur Lösung eines Konfliktes, den sie verursacht hat. Eine Chance für die Schweiz, zu normalen Beziehungen zurückzukehren. Nicht nur mit Libyen, sondern auch mit den europäischen Nachbarn, die ihre Interessen in Libyen verfolgen, damit Max Göldi nicht länger unschuldig leiden muss. Die Genfer Kantonsregierung wollte sich zu ihrem Bericht heute vor der Kamera nicht äußern. Der Genfer SVP-Nationalrat Yves Niedecker hätte ein stärkeres Signal in der Libyen-Affäre aus Genf erwartet. Die Frage nach Bern zu Hans-Peter Forster. Wie schätzen Sie dieses heutige Signal aus Genf ein? Ja, ich denke, das ist schon ein sehr, sehr wichtiges Signal. Man kann über die Details streiten. Libyen beispielsweise verlangt zwingend, dass die Schuldigen für die Veröffentlichung dieser Polizeifotos verhaftet und dingfest gemacht werden. Aber das ist möglicherweise ein Detail. Genf hat sich ja monatelang eigentlich futiert um die Beilegung dieser Libyen-Krise, die der Kanton oder die Behörden dort selbst verursacht haben. Und da kommen jetzt schon zwei sehr, sehr wichtige Signale. Einerseits, Genf sagt, die Veröffentlichung dieser Polizeifotos sei höchst bedauerlich und man bietet Gaddafi Entschädigung, finanzielle Entschädigung an. Und das ist genau das, was die Libyer eigentlich seit Monaten fordern und bisher nicht bekommen haben von Genf, von der Schweiz. Sie haben soeben die zwei wichtigen Punkte genannt, das Bedauern und die Entschädigung. Was tut jetzt Bern damit? Was tut das EDA damit? Ja, das ist natürlich schon ein sehr wichtiges Blatt im Poker um diese ganze Libyen-Krise. Es kursieren ja seit Wochen, Monaten Berichte über einen angeblichen Geheimplan zur Beilegung dieser Krise, den die Europäer vermittelt haben sollen. Und in diesem Geheimplan stehen genau diese zwei Punkte, die Genf jetzt erfüllt, nämlich eben die finanzielle Entschädigung für die Veröffentlichung dieser Polizeifotos und das offizielle Bedauern. Also da wird schon eine Bewegung hineinkommen, auch wenn es noch viele, viele Hindernisse gibt, bis diese Krise beigelegt ist. Sie sagen, es kommt Bewegung in die Sache, aber es gibt noch Hindernisse. Was konkret könnte das bedeuten für eine Lösung für Max Göldi? Was fehlt denn noch?
Ja, das sind natürlich in erster Linie diese Visa-Restriktionen, die die Schweiz gegen libysche Staatsbürger erwirkt hat im Schengen-Raum. Und Libyen wird Max Köldi kaum freilassen, solange diese Visa-Restriktionen in Kraft sind. Auf der anderen Seite wird die Schweiz diese Visa-Restriktionen nicht außer Kraft setzen, solange Köldi nicht frei ist. Also da beißt sich die Katze etwas in den Schwanz. Das ist ein gordischer Knoten, ein tiefes Misstrauen zwischen den beiden Staaten, das wohl erst gelöst werden kann, wenn sich da ein europäischer Vermittler einschaltet und gegen Vertrauen schaffen kann. Dankeschön für diese Einschätzungen aus Bern. Dankeschön, Hans-Peter Forster. Und 10 vor 10 verfolgt natürlich weiter, was in dieser Sache geht.